und hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung zu einer Folge ETS 2 auf der ProMod 2.15 und im Anhang der RusMap 1.7.1. Tja, wir stehen hier schon ein Stückchen weiter. Ich bin noch ein kleines Stückchen gefahren. Ein bisschen umgespielt mit den Grafikeinstellungen, weil es gab einen neuen Grafiktreiber für meine Nvidia-Karte und bin nicht so ganz zufrieden damit, stelle ich gerade fest. Nicht hundertprozentig, aber wir werden mal sehen, wie sich das hier im Spiel jetzt so ein bisschen entwickelt. Eigentlich sollte es ja immer mit dem Treiber, der neu draußen ist, besser werden, aber manchmal, ne? Wir kennen das alle, manchmal wird es auch mal schlechter. Aber wir starten mal unseren DAF, wir wollen immerhin noch so über 1000 Kilometer nach Zwolle fahren und ich will euch auch nicht allzu sehr mein Leid klagen über Grafikkartentreiber. Ne? Da gibt es andere Experten für, die können das mit Grafikkarten halt besser als ich. Dafür kann ich halt einigermaßen gut durch die ETS-2-Welt fahren. Das machen wir jetzt auch. Oh, das ist hier aber schon wieder Fenster wie im, ne? Ihr wisst es, Bärenpunkt. Wir machen uns mal ein bisschen Fernlicht an, damit wir wenigstens überhaupt ein bisschen was sehen. Das mag natürlich der das entgegenkommende Verkehr überhaupt nicht. Aber ich kann ja auch nicht immer auf alle Rücksicht nehmen. Ich weiß mit Fernlicht und Gegenverkehr. Ne? Bevor hier jetzt einer schreit, das macht man aber aus, wenn einer kommt. Ich weiß. Aber sonst sehen wir hier ja nichts. Guck mal, wie finster das hier sonst ist. Oh, jetzt bin ich gleichzeitig noch mit auf den Warnblinker gekommen. Kann mal passieren. So, wir versuchen mal den DAF auf 90 Sachen zu kriegen. Der, während in meinem Hinterkopf dann immer noch so rattert, wieso sind meine FPS jetzt auf einmal nicht mehr so gut, wie sie vorher waren? Also, zumindest mit Aufnahmeprogramm sind sie jetzt gerade. Also, wie in meinen Anfangszeiten ETS2 und YouTube, habe ich zumindest das Gefühl, es könnte flüssiger laufen. Vielleicht muss ich da dann doch nochmal den alten Treiber wieder rausholen, mit dem es doch so viel besser lief. Probleme über Probleme, die man manchmal so hat, ne? Vielleicht hat Windows auch nur mal wieder irgendwie so ein kleines heimliches Update gefahren, ne? Und meine Einstellungen bei OBS sind jetzt irgendwie mal wieder verstellt. Das kann natürlich auch wieder sein. Ne? 1000 Gründe, die es haben kann, aber man muss ihn dann erstmal finden. Wäre jetzt mal mehr Zeit da, ne? Könnte man die Sache auch vor so einer Aufnahme mal in Angriff nehmen, aber meistens stelle ich ja sowas immer erst während des Spiels und der Aufnahme fest. So, schleich dich da vorne. Wir wollen hier auch nochmal ran. Bremsen. Das war knapp. Eieiei. Gerade noch so zum Stehen gekriegt den armen kleinen DAF, sonst wäre uns hier gleich wieder gegen die Schranke geeiert. Der Herr Krawattentracker ist auch unterwegs. Sehr schön. Tja, über 1000 Kilometer bis Zwolle in Niederlanden. Da werden wir noch lange, lange, lange unterwegs sein. Und ich hoffe, wir verlassen hier bald mal die Gegend der 1000 Tunnel. Ne? Ich weiß, draußen ist es dunkel und ich fahre hier im Tunnel, brauche ich nicht unbedingt das Fernlicht. Da können wir es mal wieder ausmachen. Immerhin, Ongenobi, wir spielen hier eine Simulation. Ne? Da kannst du nicht einfach mit Fernlicht im Tunnel rumfahren und all diesen armen KI-Verkehr hier ärgern. Doch, ich kann. Jawohl, ich kann das. Finster hier, ne? Finster ist es in Österreich in der Nacht bei den ... sage ich jetzt nicht. Schluchten ... soweit kann ich sprechen.
sind aber alle schon wieder zügig unterwegs. Ich fahre doch hier schon 89 Sachen. Weiß der Teufel, was die alle haben. Ich würde so gern an denen vorbei, aber mich überholen sie ja auch schon rechts jetzt mittlerweile. Ein Skandal, meine Fahrweise mal wieder. Mit Fernlicht auf der Autobahn, alles blockieren, wildes Elefantenrennen. Aber ich schaffe das. Ich komme da dran vorbei. Wahrscheinlich müssen wir da vorne gleich rechts abbiegen. Nee, zum Glück nicht. So, endlich haben wir ihn überholt. Hat ja nur gefühlte 150 Kilometer gedauert. Wieder so ein riesiges Autobahnkreuz. Ne? Also im Navi sieht das immer alles sehr gigantisch aus. Links rum Schleifchen, rechts rum Schleifchen. Und wenn ich wundern, wenn hier auch noch irgendwo ein Looping eingebaut ist. Alles durch die dunkle Nacht hier. Mann. Tja, von der österreichischen Landschaft nicht viel zu sehen, ne? Keine Sightseeing-Touren hier. Keine Sightseeing-Touren. Aber dafür schöne lange Tunnel. Jacquelinchen, du, hier könnten wir Tunnelverkehr haben. Wo bist du? Da. Tunnelverkehr. Weißt du? Stehst du? Alles dunkel hier. Oh. Der Naturgewalt, ne? Ich sag nur Naturgewalt. Ich hab was im Navi gesehen. Jacquelinchen. Guckst du, zwei Flaggen sind zu erkennen. Nein, wir fahren weiter. Die arme Jacqueline. Hat bestimmt noch genug vom letzten Grenzverkehr. Zeit, dass wir hier auf der ETS-2-Welt so ein bisschen Richtung Norden kommen, damit das Ganze mal ein bisschen, selbst in der Nacht, ein bisschen heller ist. Denn selbst mit Fernlicht hier, also... ist schon finster, ne? Ohne Fernlicht. Na, ist auch nicht so viel finsterer, ne? Wir tun mal so, als ob wir nachtblind sind. Brauchen viel Licht. Immerhin ruhen wir hier möglichst zügig hier auch nach Zwolle kommen. Ne? Da gibt es ja den lukrativen Gewinn dann für diese Tour. Denn wir sind ja immer noch auf der Jagd nach einem neuen LKW. So, ne? Ein neuer LKW soll es ja mal werden. Da brauchen wir noch ein paar Euronen für. Kohle muss ran. Zaster, die dicke Marie muss aufs Konto. Wie wollen wir denn die dicke Marie aufs Konto kriegen? Denn wir wollen uns ja vielleicht mal was anderes gönnen als ein Dampf. Mal sehen, ne? Also,
Ich denke wohl schon. Es kann noch mal was anderes sein als ein DAF. Kommt man auch an die Kollegen nicht, ne? Wenn ich das Fernlicht ausmache, habe ich da mehr Leistung? Komme ich dann dichter ran? Schneller ran? Oder wird das wieder ein Elefantenrennen? Geht nicht wirklich schnell vorwärts, ne? Nicht wirklich. So, Windschatten ausgenutzt bis zum Äußersten. Richtige Spur durch Zufall auch noch getroffen. Dem Überholmanöver sei Dank. Puh. Gar nicht so aufs Navi geachtet. Das zeigt er ja auch nur geradeaus an. Dass es dann da nur einspurig geht, das war jetzt Schicksal und Glück, dass wir auf der richtigen Spur beim Überholen gerade waren. Das sind auch schon wieder dunkle Wolken da oben am Himmel, meine Herren. Nicht nur, dass es finster ist, nein, es müssen auch noch dunkle Wolken überall sein. Der war leichter zu. Mit Konzentration geht es doch leichter. Ich habe das Gefühl, so langsam wird es auch heller. Was haben wir denn hier? Fast 4 Uhr morgens in-game sein. Es wird heller und dann kommt wieder, ne? Der berühmte Guten Morgenverkehr. Fehlt sie hier auch schon wieder die kleinen Mini-Hügelchen hoch. Meine USA mit dem. Wie kann ich auch nur so herzlos sein, dem armen DAF nur 510 PS zu spendieren? Ist ja kein Wunder, dass er nicht vorkommt. Der arme, arme DAF. So, wo ist denn hier jetzt der romantische Sonnenaufgang? Ja, wo ist er denn? Da hinten irgendwo, ne? Ganz romantisch. Wupp. Bitte verlassen Sie die Fahrbahnmarkierung, heißt das, dieses Geräusch immer. Sie kratzen sonst die Farbe hier vom Lack. Oh, Cherie, da vorne kommt ein richtiger Parkplatz. Wollen wir einen guten Morgen-Kaffee trinken, bevor hier gleich der guten Morgen-Verkehr wieder einsetzt? Ich glaube, das ist so ein richtiger Rastplatz da vorne. Fischbach. Rastplatz Fischbach. Guck mal, mit Toilettenhäuschen. Mit Toilettenhäuschen für die Jacqueline Gentil. Oh, nochmal einen Gang spendieren hier, ne? Kann sich das Jacquelinchen für den guten Morgenverkehr gleich noch mal ein bisschen frisch machen.
Parkplätze gibt es ja mehr als genug hier, ne? So. Wollen wir nicht so laut sein. Die Kollegen schlafen hier bestimmt noch um 16:45. Ah. Na, Jacquelinchen. Mach dich mal eben frisch da hinten in der Ballerbude. Da ist sie, schön beleuchtet. Ja, und mit dieser Bombensensation, dass wir den Rastplatz angesteuert haben, um gleich uns in den guten Morgenverkehr zu stürzen. Auf der Straße natürlich. Nun kommen wir jetzt erstmal zum Ende dieser Folge. Ja, wie immer zum Ende einer Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann liked es, abonniert, kommentiert und teilt es. Aber macht, was ihr wollt. Hauptsache, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss.